So, wir wollen nun eine etwas komplexere Aussage nachweisen, und zwar den folgenden Satz: Es sei G ein Graph mit n Knoten ohne isolierte Knoten dabei. Dann impliziert die Gültigkeit von je zwei der folgenden Bedingungen auch die Gültigkeit der dritten Bedingung. Erstens, G hat n-1 Kanten, zweitens, G ist zusammenhängend, drittens, G ist kreisfrei. So, der Beweis dieses Satzes besteht aus drei Teilen. Und zwar heißt es ja, die Gültigkeit von je zwei Bedingungen impliziert die dritte Bedingung. Das heißt, man zeigt in drei Teilen zunächst erstens, wenn 1 und 2 gilt, dann folgt daraus 3. Und in den weiteren Schritten dann halt entsprechend Gültigkeit von zwei anderen Bedingungen, daraus dann folgend die dritte Bedingung. Wir fangen mit diesem Teil an. Das heißt, wir haben einen zusammenhängenden Graphen. Es sei G ein zusammenhängender Graph mit n minus 1 Kanten. Und was wir zeigen müssen, ist, dass G kreisfrei ist. Diesen Teil des Beweises führen wir als Widerspruchsbeweis. Und zwar nehmen wir an, genau das Gegenteil der zu zeigenden Aussage, das heißt in diesem Fall, dass G also einen Kreis enthält. G enthält einen Kreis, und wir können sogar sagen, G enthält, oder wir nehmen an, G enthält einen einfachen Kreis. Und diesen Kreis nennen wir mal C, also eine Folge von Knoten, die einen einfachen Kreis darstellt. So, wenn wir jetzt eine beliebige Kante aus C hernehmen, dann können wir eine beliebige Kante E von C nehmen und entfernen, ohne dabei den Zusammenhang von G zu verletzen. Denn wir haben ja einen Kreis, und wenn ich in einem Kreis eine Kante entferne, ändert das nichts an dem Zusammenhang des zugrunde liegenden Graphen. So, nach Voraussetzung 1 hat g n-1 Kanten. Also hat der Restgraph nach Entfernen der Kante e n-2 Kanten. G nach Entfernen von e n-2 Kanten. Weiterhin n Knoten. Und da wir durch das Entfernen von e den Zusammenhang nicht verletzt haben, ist sozusagen der Rest, also G ohne die Kante E, immer noch zusammenhängt. Und ist immer noch. Dies steht aber im Widerspruch zu Satz 1.3. Gucken wir uns den nochmal an. 1.3 sagte, jeder zusammenhängende Graph mit n Knoten hat mindestens n-1 Kanten. Ja, wir haben jetzt hier einen Graph konstruiert, mit n Knoten, n-2 Kanten, der auch zusammenhängend ist. Das kann nicht sein, das haben wir zuvor gezeigt. Das heißt, dieser Teil ist bewiesen. Wir haben aus der Annahme des Gegenteils des zu zeigenden, nämlich dass G einen Kreis enthält, haben wir einen Widerspruch hergeleitet. Also ist das Gegenteil dieser Annahme korrekt. Das heißt, G ist kreisfrei. Im zweiten Teil des Beweises gehen wir davon aus, dass 1 gilt, dass also der Graph G n-1 Kanten hat, dass 3 gilt, dass der Graph kreisfrei ist, und daraus wollen wir folgern, dass 2 gültig ist, das heißt, dass G auch zusammenhängend ist. Das heißt, es sei also G ein kreisfreier Graph. Nach einer der vorherigen Übungen gibt es wenigstens zwei Knoten mit Grad 1. Wir nehmen einen solchen Knoten her. Es sei V ein solcher Knoten, und es sei E die zu V inzidente Kante. Davon gibt es genau eine. So, wenn wir jetzt diesen Knoten aus dem Graph G entfernen, also dann ist G ohne den Knoten V
ebenfalls ein kreisfreier Graph, denn die Kante E, die wir hier entfernen, beziehungsweise der Knoten V, den wir hier entfernen, der war ja gerade so gewählt, als Knoten mit Grad 1, dass er auf keinem Kreis vorkommen kann. Das heißt, dann ist G ohne V ein kreisfreier Graph mit n minus 1 Knoten und n minus 2 Kanten. Und jetzt kann man sich per Induktion überlegen, dass das Folgende gilt. Das führe man bitte mal als Übung aus für einen Induktionsbeweis. Das G selbst, Entschuldigung, dass G ohne V zusammenhängend ist. Und aufgrund der Konstruktion, nämlich G ohne V ist ja der Graph, der aus G entsteht, wenn ich den Knoten V, der Knotengrad 1 hat, aus G entferne. Ja, und wenn G ohne V zusammenhängend ist, dann ist natürlich G selbst auch zusammenhängend. Das heißt, per Konstruktion ist dann G selbst auch zusammenhängend. Und damit ist der zweite Teil dieses Satzes gezeigt. Es verbleibt der dritte Teil des Satzes. Und zwar aus der Gültigkeit von 2 und 3 folgt 1. Das heißt, wir haben nun einen zusammenhängenden und kreisfreien Graphen. Und wir müssen zeigen, dass G n minus 1 Kanten besitzt. So, dazu stellen wir zwei Überlegungen an. Die erste Überlegung ist, wenn G mehr als n minus 1 Kanten hat, was passiert dann oder was können wir dann machen? Wenn G mehr als n minus 1 Kanten enthält, dann können wir einige von diesen Kanten entfernen und erhält einen Graphen, der immer noch kreisfrei ist. Das heißt, durch Weglassen einiger Kanten einen Graphen, nennen wir den mal H, mit n minus 1 Kanten erhalten. Dieser Graph ist immer noch kreisfrei. Nun, warum ist das der Fall? Naja, wenn ich Kanten entferne, können keine Kreise entstehen. Ja, sonst wären die vorher auch schon da. So, das heißt, H selbst ist also ein kreisfreier Graph mit n minus 1 Kanten und nach dem zuvor gezeigten 2 ist H somit auch zusammenhängend. Ist H so, die zweite Überlegung, die wir uns anstellen können. So, was passiert, wenn man aus einem zusammenhängenden Graphen, zusammenhängenden kreisfreien Graphen mit n minus 1 Kanten eine Kante entfernt? Nun, dann ist nach Satz 1.3, der besagt, jeder zusammenhängende Graph mit n Knoten hat mindestens n minus 1 Kanten. Dann ist nach Satz 1.3 zwangsläufig der Zusammenhang zerstört. Und somit folgt insgesamt, dass G zwangsläufig n minus 1 Kanten haben muss. Und das ist genau das, was wir zeigen wollten. Und damit ist auch der dritte Teil des Satzes bewiesen und der Satz insgesamt umfänglich gezeigt. Und die Gültigkeit des Satzes ist hinreichend gezeigt.